YouTube, guck mal, da sind zwei schöne Menschen und ich. Ein gut Kick an euch und willkommen zu einer erneuten Howdy-Analyse. Denn es ist überraschenderweise bei Backlash doch ein bisschen was passiert. Keiner hat da geglaubt. Ich hab mich reingepisst, Alter. Mach weiter. Einfach eingestuhlt. Gut, das lassen wir drin. Es hat sich bei Backlash Mania, ich bin völlig raus, bei SmackDown zu Backlash hat sich ein bisschen was ergeben mit ein gutes Intro. Es ist ein QR-Code aufgepoppt. Steini hat irgendwo aus dem Nichts Bray Wyatt während eines Matches gesehen. Ja, wegen dir, Alter. Ja, genau, wegen mir. Oder weil halt einfach wieder, ne, weil der Salat nicht gut war, waren die Eier im Capricciosa vielleicht ein bisschen um. Und und zusätzlich gibt es noch Material aus der Arena. Ich weiß nicht wie viel, aber ich habe eben was gehört von, es gab drei Teaser in der Arena. Und ihr wisst, hier sitzen die drei, die in Deutschland bekannt sind als die Soko Howdy. Also ich habe noch keine bessere Soko gesehen. Der Discord trägt das übrigens mit. Du siehst aus wie ein strenger Lehrer. So, leg die Finger auf den Tisch, du. Renate, Hände am Tisch, da wird drauf geschlagen. Wir gucken, dass wir erstmal so ein bisschen auf die Teaser eingehen in der Arena. Für euch auf YouTube, ich kann euch sagen, mein letztes Video hat eventuell eine Alarmnachricht bekommen wegen dem Song von Marty Amado. Wir sind an dem Punkt angekommen, deswegen weiß ich nicht, wie viel ihr davon sehen werdet, aber ihr wisst ja, wo ihr es findet. So. Eine Alarmnachricht? Also ja, so ein, ihr Video kann nicht mehr monetarisiert werden. Huch, unangenehmes Ding. Ja, es sind ein paar Teaser gekommen. Vielleicht kann der Chat mich gleich auch noch mal ein bisschen unterstützen, ob es wirklich drei Teaser gab. Aber es sei doch schwierig, wahrscheinlich irgendwie festzustellen, weil ja. Wir sollen aber wohl erst die Sachen aus der Arena gucken. Deswegen, die Cracks sollen ein bisschen anders sein. Ich lass mal laufen. Cracks? Die Cracks. Song ist auch geil, ne? Laut. Oh. Oh, oh, oh. Was? Der ist verzogen und der Sound ist total verzogen. Ja, mit Dämonstimme. Boah. Okay, wild. Sehr wild. Also das war ja fast gar nicht mehr von Marty Amado zu hören. Und ein bisschen kürzer, ja. Der ist als, weißt du, wie sich das anhört? Als würde sich halt der Arena gerade nähern, als wäre er jetzt in der Nähe so ungefähr. Ja, so ein Störsignal. So. Ja, als würde er sich da immer mehr nähern und weißt du, er war erst sehr weit weg und jetzt ist er wirklich sehr nah an den Shows und deswegen wird es lauter. Also, uiuiuiui. Aber gibt es da jetzt, ich habe halt Angst, dass wir jetzt weiterschauen, aber ich glaube, ich würde erstmal, das sieht nämlich identisch aus. Ja, deswegen. Ich gehe mal auf die 404-Seite. Ich weiß nicht, was passiert. Ah, hier, warte, das können wir vielleicht noch gucken. Sekunde. Boah, Alter, ich würde mich einscheißen vor Ort. Oder symbolisiert das, dass das zwei singen jetzt? Boah, ist das tief, Alter. Also die Dämonstimme ist schon brutal, Alter. Also sehr, sehr brutal. Sehr brutal. Krass. Okay, wir gehen mal auf den 404-Code. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber das Video ist auch irgendwie nach unten. Es ist auf der WWE-Seite direkt.
Ich habe ein bisschen Angst drauf zu drücken, aber ich warte, ich muss uns mal anders positionieren, weil ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch so. So. So, glaube ich, weil dann ist das alles ein bisschen aufgeräumter. Seid ihr bereit? Mhm. Mach keinen Scheiß jetzt. Bitte dreh dich jetzt hier. Boah, Alter, meine. Oh. Lol, da stand der Weebo Leaf. Ja. Believe, Circle, O-Bowlie. Oh, ich hab Gänsehaut. Alter. Oh, mein ganzer Rücken, Alter. Ich kann aber. Oh. Oh mein Gott, es ist passiert. Ich hätte doch kaufen sollen neben auf eBay. Scheiße. Und links stand auch gleich Bowlie. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang, ich habe gelacht, weil ich dachte, du hast das falsche Video abgespielt. Ja, ich auch. Und als dann der Trailer kam, sah das so aus, als wenn, also kann auch gleich nochmal besser drauf achten, als wenn oben dieser blaue Streifen, als wenn da schon die Uncle Howdy-Maske zu sehen war. So sah das aus. Hat zufällig jemand auf dem Discord das Video runtergeladen? Kann ich das irgendwo runterladen? Kannst du noch einfach einmal abspielen lassen? Ja, ich lass noch einmal durchlaufen. Da war's, da war's wieder. Hast du jetzt gesehen, René? Da war wieder. Und jetzt hat der Chat auch gesehen. Und jetzt hat der Chat auch gesehen. So haben wir. Aber wie könnt ihr das? Ja, okay, dann wird's erklären. Dann habe ich wahrscheinlich eben so. Und wir Steine so. Okay, jetzt habt ihr das. Ja, das ist übrigens mein Hintergrundbild. Hast du auch das wird erklärt. Ja, vielleicht einmal nochmal einfach für uns nochmal so, dann kannst du vielleicht. Ja, gucken, warte, ich guck mal ganz kurz. Falls irgendjemand im Discord mich gerne taggen auf die Nachricht. Aber für mich hatte das eher den Anschein gemacht, wir kriegen morgen nur Alexa. Für mich hat das den Anschein gemacht, dass mir da gleich was ins Gesicht springt. Ja, ich hatte auch Angst, dass Alexa sich jetzt umdreht. Okay, ich mach nochmal an, ne? Oder Sister Abigail, oder wer das sein soll, ja. Jetzt starte so sehr wie Cody. Nichts! Boah, ist das creepy, Alter. Geht das nur mir so oder sind die Lampen so angeordnet wie die Lampen an der Stage? Nee, es sind 6 bei on der Stage. Ich weiß, was du meinst, aber es sind 6. You were reborn. Ja, aber guck mal, unten sieht's aus heller wie Fireflies und hinten orange. Wie Bowleafed. Boah. Eckige. Da ganz links unten, glaube ich, ist das ein We Believe zu was anderem geworden. Also, ja, ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist ein kranker Teaser, ne? Der ist auch wild. Mr. Krabs, Dankeschön. Kuss. Dankeschön für die Resub. Backlash-Motto 2024 ist Nightmares Come True. Ja, das hatten wir ja schon mal. Hat das zufällig im Discord. War das das, was ihr im Discord mich getaggt habt? Ist das das? Okay, ist das. Ich habe das Video dann runtergeladen. Sekunde. Das meine ich, Chat. Guck mal, was ihr jetzt da seht. So sah der Raum aus. Abgeändert hinten. Diese Warmweißlampen aufgestellt, wie auf so einem Regal unter dem Smackdown-Schild. Und in der Crowd die Fireflies. Ja. Und so wirkt das Alexa-Bild. Als wenn es so, ich bin so ready, morgen komme ich raus. Ich würde es euch gerne zeigen, aber der lädt das Video so langsam runter bei mir. Warum überhaupt? Weißt du, was ich auch vergessen habe zu testen? Do you even know what you are looking for? Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Schreib mal, Triple H soll endlich seine Redemptions unterschreiben. Der wird ja wohl näher dran sein, da, wenn er da auf der Seite aber wie geil das gemacht ist, ne? Mit dem Teaser und so, das ist schon geil. Das würde noch 5-6 Minuten dauern, aber ich glaube, für 1-2 Teaser können wir auch hier schauen, ne? Ja. Weil alleine schon das hier. Ach, kann man hier aber vor- und zurückspulen? Nee. Nee, ne? Anderschicks. Weil ich gefragt hatte, hat Cody schon mal seine Familie mit in eine Fehde reingebracht? Und jetzt nicht mit Papa, sondern mit seine Familie. Ja, also Tochter hat er, ne? Tochter hat er, ne? Du musst deine Cam aus- und anmachen. Ja, weil du bist gefreest. Ich? Ja.
Ja, ich weiß, dass die Frau, aber wenn das eine Gruppierung ist, dann könntest du da ja mal ein paar Leute entführen, ne? Alias Dexter Loomis. Ich dachte, das ist auch wieder so ist kein Joke, ne? Ist kein Joke. Ja, ich dachte, das wäre eine perfide Vorstellung. Nein, nein. Ja, Brandy wird das, glaube ich, mitmachen. So, jetzt Loomis aber, oder? Also den Hund. Und dann mit dem Hund von CM Punk zusammen entführen? Bro, Alter, was wäre das denn für ein göttliches Bild? Wenn die da auf so einer Farm sind und sowas und der Hund ist da und Dexter Loomis geht mit dem Gassi und vor allem so. Mit dem schneeweißen Hund, ne? Ja, ja, wird das feiern, Alter, sag ich dir ehrlich. So, ihr beiden seht das? Ja. Hm? Habt ihr auch Ton? Ja. Gut. Dann, so, der erste Blick, den wir eben geworfen hatten, war? Da. Da oben. Was ist das da oben? Augen. Eine Maske, Augen? Keine Ahnung. Irgendwas, sieht aus wie zwei Augen. Ja, wie eine Rabenmaske, oder nicht? Die Federn im Gesicht, zwei Augen? Wie eine Krähenmaske. Ja. Hier, das sieht aus wie Augen und hier wie so eine die... Blinze und dann Haare. Da hier sehen so aus wie Wimpern, die so nach rechts weggehen. Ja, Wimpern und in der Mitte gehen Haare zu, wie ein Gefieder. In groß. Ja, wie eine Krähenmaske. Das sind Löwen. Ich bin auch ein richtiger Löwe. An der Seite Löwe. Sind Löwen, aber das da oben ist das. Stimmt. Rechts ist die Nase. Der guckt nach rechts, der Löwe. Und rechts ist die Nase. Ah, stimmt, das ist auf dem Gelben gespiegelt, ne? Das ist das, was gespiegelt ist, ne? Ja, das ist voll. Das unten ist. Nee, der, so. Mach mal zurück. Aber das könnte sein, ne? Kannst du das nicht auch mit E machen? Bin dabei gerade. Könnte die Straße, die wir die ganze Zeit gesehen haben, irgendwas weiter? Aus Frankreich sein? Weiter. Naja, weiter? Ist nicht das was, oder? Nee, weiter, du siehst es einmal komplett. Ja, du musst sagen, wo du das Zeit haben willst. Weiter, stopp. Da sind die Löwen. Ja, true. Das sind die Löwen. Okay. Aber die wenn Mähne du mit ganz viel Fantasie könnte es auch sein, das sind hier wirklich Augen und hier sind so Wimpern. Da ist auch ein Boden im Roten, kannst du auch diese Lilien oder was das sind. Aber es ist ja schon auffällig, ne? Street Profits, da kam schon mal der Crack bei den Street Profits, da hatte ich das mit Montez gesagt und Bianca, die Nummer. Ja, was ist das für ein Match? Das darf nicht so lange her sein, weil die Stage halt schon so die neue ist, weißt du? Ja, was ist denn da hinten an der Stage wieder da? Komische Dings, blaue Gecracky da. Das ist, glaube ich, ganz normal der Entrance. Frankreich. AJ Star. Also es ist ja schon sehr auffällig, dass es wieder genau hier in... Also nur für euch, wir hatten heute so ein bisschen die These. Ich habe das leider... Stefania hatte mir das geschickt. Ich habe das jetzt leider nur als Screenshots. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen über die Liberty Statue, also die Freiheitsstatue. Dass die ja super präsent war in dem Video. Und wenn man mal ein bisschen sich ein bisschen beliest, die Tochter von Cody Rhodes heißt Liberty. Ich glaube, sogar mit Vornamen und dann hat die, glaube ich, noch einen zweiten Namen. Plus. Hä? Ich frage besser nicht nach, ne? Plus, wer steht mehr für Amerika und Freiheitsstatue und für dieses Gimmick Amerika als The American Nightmare Cody Rhodes, so dieser, wie René eben so schön gesagt hat, Politiker und alles. Dieses ganze Amerika-Gimmick. American Nightmare ist ja nicht The American Dream. Liberty Iris heißt die? Ja, ja. Du weißt, was die Iris ist, ne? Ja, Auge. Das Auge. Boah, aber ist es im Englischen auch Iris? Nee, ne? Oh, das weiß ich nicht. Iris, Englisch. Hexer Jim Duggan, ja, der ist auch noch richtig präsent. Sehr guter Call. Kevin Owens aus Kanada steht für Amerika, finde ich gut. Ja, Hulk Hogan auch noch Teil des aktiven Rosters. Noch weitere Calls. Nein, aber Cody steht halt wie für Amerika wie sonst kein anderer. Du siehst halt nur zwei Matches. Du siehst ein Match von den Street Profits, die ein Titelmatch haben. Oder? Mm-hmm. Ja, jetzt nicht morgen, nee. Die hatten ja eigentlich jetzt ihr... Nee, die hatten kein Titelmatch. Haben die Titelmatch? Nein, die haben kein Titelmatch. Die hatten doch eben ihr Titelmatch. Gegen Austin. Haben und die das gar nicht da reingenommen? Okay. Titelmatch morgen ist nicht, nee. Ja, es ist tatsächlich Iris. Also Liberty Auge.
Und was hast du auf dem Bild gesehen? Freiheitsauge. Du hast die Freiheitsstatue gesehen, du hast Augen gesehen. Mhm. Und wir haben das Bild von einem kleinen Baby gesehen. Mhm. Oh, fuck my life. Das ergibt jetzt alles langsam Sinn, ja. Die Augen über der Freiheitsstatue. Was los? Haben wir nicht auch irgendwas von Gabe irgendwas? Hatten wir da nicht auch irgendwas? Dass die jüngste Tochter da an irgendjemanden, an so einen Hades oder was? Der hat sich die einfach genommen? Die Frau, oder? War das nicht sowas? War das die Frau? Ich glaube, irgendwie hat sich dann Hades-Geschichte Frau genommen oder sowas. Ja, diese Estefania. Ja, Estefania, komm essen. Estefania, Liberty, Iris, los. Ich glaub, Nudeln gemacht. Also mein Gefühl ist, dass dieses Street Profits Ding erstmal nur drin war, um so zu teasern, als wäre das ein normaler Trailer, weißt du? Weil da sehe ich halt gar nichts drin. Also da wüsste ich jetzt nicht, da ist halt Angel Garza drin. Weißt du, was das ist? Das ist diesen Six-Way Tag Team Match. Weil hier unten liegt auch Tyler Bate. Ja. Und da ist Angel Garza. Der Six-Way oder Eight-Way. Weiß ich nicht mehr. Aber sie zeigen aktiv eine Bewegung von den Street Profits, die wir schon mal gesehen haben. Also mit einem Team. Das kann doch kein Zufall mehr sein, alles. Wirklich nicht mehr. Aber die Kreier, ne? Machen wir zurück. Achte mal jetzt gleich, was mit dem Feuerwerk passiert. Weiter. Ja, die Kreier. Siehst du eine Kreier? Was? Das ist doch. Kreier. Du siehst doch das Logo der Nightbird. Wann? Komplett in der Mitte. Die Umrisse, oben die Flügel. Ah, ja, aber ich sehe das, an meinem Monitor sehe ich das nicht. Wirklich nicht. Das sehe ich, wenn ich das im OBS... Steh mal auf und geh weiter zurück. Dann. Nee, wenn ich das im OBS sehe, sehe ich das. Aber OBS ist irgendwie von der Farbsättigung besser. Vielleicht hast du den Bildschirm Helligkeit so hoch. Ja, ja. Aber am OBS sehe ich das. Ja, tatsächlich. Oh, ja. Fuck. Okay, wild. Das ist wild. Sieht man dann hier vielleicht auch noch irgendwo was? Aber das ist ja geil reingehauen, ne? Dieser Nightbird da so zwischen. Da kommt der Kopf hoch. Lol, mach mal zurück. Ich meine, klar, die Geste. Guck dir mal ein Bild von der Freiheitsstatue an. Schuh. Stimmt. Wir haben auch seit Wochen eigentlich immer gesagt, der hält den Titel so merkwürdig, ne? Ja, den hat aber auch tatsächlich, habe ich ganz viele Bilder gesehen auf Twitter, wie Ric Flair, The Rock und so alle selber den Titel genauso getragen haben. Was ist das da oben in der Ecke? Das Gekreuze da? Das seht ihr nicht, ne? Sind das nicht Lilien? Ja, aber da oben drüber ist irgendwas an. Ach nee, das ist das Unterteil davon. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist, aber das ist auf den ganzen Backlash-Postern. Vielleicht weiß das jemand. Fleur de Lis? Darmstadt. Absteiger. Cody geht den Bach runter. Ne? Da kommt jetzt der erste Crack, glaube ich. Ich bin gerade. Die Farben von Amerika, von der Flagge, sind doch auch. Rot, weiß, blau, oder? Habe ich jetzt Lack gesoffen. Ja. Frankreich? Ist in dem Segment mit AJ. Guck mal, das Gesicht von Cody in dem Moment. Guck mal. Ja, aber was das Bild symbolisiert, das symbolisiert zentral Cody, nicht AJ. AJ wirkt seitlich, Cody ist derjenige, der da rumrennt. Aber das Bild sieht aus wie ordentlich, schon wieder ein Schlag in die Fresse. Ja, er hat sich da gerade auf die Schulter gelegt, das ist das Match nach Mello. So. Das ist einfach normaler Crack, glaube ich. Plus. Aber guck mal. Nur mal so, das kommt ja noch mal hier, ne? Also hier ist ja schon der erste Crack. Und dann heißt das Match Cody Rhodes gegen AJ Styles. Plus. Und dann kommt der Crack. Und das könnte auch ein Zeichen sein für, das kommt auch noch. Das wäre die Straße. Wieder die Straße, wir sind auf dem Weg. Die Tür. Ja, Tür ist offen. Und dann das Sister-Ding.
Pause. Müssen wir mal die Lampen zählen, die da oben waren bei dem Entrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Ne, mehr, ne? Da sind 5, da sind 4. Welchen Part, Panda? Okay, hör mal gleich nochmal rein. Ja. Erinnere mich bitte dran. Ich glaube, hier passiert nicht viel, ne? Also nicht viel. Boah, ist aber schon unfassbar creepy. Ich hätte echt gedacht, das springt uns gleich an. Ich wollte gerade eben noch die Datei loben, dass sie so gut läuft. Geht aber. Aber wie gut das auch gemacht ist von der WWE, weil wenn du die anderen Bilder und Sequenzen siehst von ihr, finde ich, das sieht aus wie so Stock-Footage, weißt du? Jetzt hätte man das irgendwo dazugekauft, aber das scheint ja wirklich gefilmt zu sein von der WWE so. Ich dachte, die hätten irgendwie, weißt du, so random irgendeine genommen aus irgendeinem Film oder sonst irgendwas. Aber die Aufmachung ist ja... Komische Farbgebung. He opened his arms. Das ist doch auch die Geste, die er gemacht hat letzte Mal vor dem, weißt du, vor dem, wo der sich, wo dachte hier Joe Gacy oder Bo Dallas, wo der vor dem Papier steht, ja, und ja, ja. Hat er ja so die Arme so geöffnet. Ja, he opened his arms. Die Farbgebung finde ich merkwürdig, aber interpretiere ich wahrscheinlich einfach gerade zu viel. Man erkennt nichts, ne? Aber, zu dir, glaub ich. Ja, aber irgendwie alles, was ich bisher gesehen habe an Bildern, ist für mich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da drunter jemand ist mit dunklen Haaren. Ich weiß nicht warum, da schimmert so gar nichts Helles durch, weißt du? Unser Schmerz ist seiner also geworden. Wenn du das nimmst, ist es... Guck mal, da siehst du doch die Schultern. Das sind voll breite Schultern, Alter. Das ist für mich Alexa immer noch. Sind rechts auf den Kerzen Zahlen? Naja, ich weiß, was sind jetzt diese roten Punkte hier, ne? Aber ich glaube nicht. Was steht da im Roten? Hier? Achso, ihr seht mich alles. Ich glaube, das ist... Ja, doch, doch. Ich glaube, das ist... Das ist ein Filter, oder? Checker. Sehe da eine ganze Zeit eine Fiendmaske. Wo denn eher im Rückenbereich oder? Ja, wieder die 5. Ja, wieder die 5-1 gesehen. Wo denn? Ja, ganz rechts meinen die wahrscheinlich. Das hier, ne? Na, aber weiß ich nicht. Könnte man hier eine 5-4 daraus machen? Nach dem Motto 4.5. Unser Schmerz ist seiner geworden und wir wurden neu geboren. Was auch wieder das Baby-Ding symbolisieren könnte. Um das mal rauszunehmen. Kam das zweimal? We were reborn? Es kam doch. Nee, our pain. Ja, ja. Doch, hier. We were reborn. Ja. Ganz kurz. Oder bin ich jetzt bescheuert? Habe ich das jetzt oder was? Sorry, hab ich jetzt auch gedacht, ne? Our pain became his. Da, we were reborn. Und dann kommt der Crack. Dann kommt nix. Und dann nochmal. Könnte auch für zwei Personen stehen, ne? Weil zwei Leute neu geboren wurden. Ja, das ist ja we, das wäre das I was reborn. Naja, aber wenn die beiden verkörpern, einer verkörpert was auch immer, Onkel Howdy, die andere ist Sister Abigail. Ja, aber er redet ja, die Person redet ja auch die ganze Zeit, our pain became his. Ja, Bray. Bray?
Naja, das Versterben von Bray. Durch Bray wiedergeboren. Seine unsere Schmerzen sind seine geworden. Klingt für mich eher nach Bo. Kann auch sein. Naja, deswegen. Die Schrift ist jetzt klarer als vor dem Crack. Das stimmt, ja. Moment mal. Ach man, schade. So? Ist zu spät. Soll ich zurück? Ja, weiß nicht, ob das jetzt nochmal hinbekommt. Das ist irgendwie der Filter, dieser Kräuselfilter. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da was drin sehe. Ich glaube, wir brauchen da, also ohne es werten zu meinen, ich glaube, wir brauchen da fast gar nichts mehr drin zu sehen, weil, ne, das ist gerade so ja, klar. Also schon. Because we believe. We believed. Daraus wird jetzt Bowleaf. Kann man natürlich jetzt auch rein interpretieren, aber. Ja, das ist ganz klar das Ohr. Ja. Aber auch im Sinne vom Circle. Boah. Ja, we Bowleaf. Also ist halt Bow. Huh? It finally das happens. Ja. Und das ist halt, also krasser kannst du es nicht anteasern, deswegen bin ich davon überzeugt, dass morgen auch es soweit ist. Also es war in der Doku von Bray wird das ja auch angesprochen, also wird auch die White Rabbit Story ja angesprochen, da wird gesagt, die haben halt Leute auf eine Fährte und so auf den Weg nehmen wollen. Und als sie gemerkt haben, und wir brauchen da ja gerade nicht drüber reden, man merkt ja, ob Leute auf einer Spur sind oder nicht, ne? Aber als sie gemerkt haben, die sind auf der richtigen Spur, haben sie gesagt, okay, dann ziehen wir das Tempo jetzt an und beenden das. Weil, ne, die Leute werden sich jetzt, das wird sich dumm und dämlich jetzt triggern, weil die wissen, dass Bray kommt und White Rabbit. Und das ist halt, Bo Leaft ist halt wirklich einfach vor das Gesicht, es passiert. So, und das heißt, ich glaube, es ist echt sehr, 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 sehr nah. Also steht vor zwei Spiegeln, zwei Sichten maybe. Für mich ist das eher eine Hütte, wo die Fenster zu sind. Ja. Und in Paris gibt es 6 Freiheitsstatuen, das findet in Lyon statt. Wie meinst du das? Weil einer hat geschrieben, in Paris gibt es 6 Freiheitsstatuen. 6, Ausrufezeichen. Echt? Aber das findet ja morgen in Lyon statt. Nee, in Frankreich gibt es 6. Ja, aber er hat geschrieben Paris. Ach so, in Paris. Ja, weil ich glaube, die Leute denken immer noch, dass es in Paris stattfindet. Okay. Man stellt sich vor, man sieht erst Onkel Howdy und dann er steht irgendwie hinter Ring. Gehe ich rennen. Naja, ich weiß. Ich kenne die Geschichte hinter der Freiheitsstatue und allem drum und dran. Es crackt aber auch alles. Dankeschön für die Befreiung war. Aber guck mal, wie die auch die ganze Zeit sich bewegt. Seht ihr das? Also diese Bildverschiebung bei ihr, die Bildverzerrung. Aber da erkenne ich nichts draus. Doch. Oder? Also ich finde, das ist wie so. Oh, vielleicht. Vielleicht sieht man auch mehr, wie man will, aber für mich ist es irgendwie. Also ich. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt zeigen soll. Ich bin echt, wenn ich das sehe, bei Alexa. So diese Körperhaltung ist für mich eher Alexa als Niki. Ido. Ja, das ja. Ne, dieses, weißt du, dieses Arm, dieses bisschen Grazile so. Ich bin nicht mal mit dem Körper, ich bin bei den Beinen. Die Beine sind sehr dürr. Ja. Versuch es mal ganz schnell hier irgendwie zu zeigen. Stimmt, die Beine sieht man ja. Aber wenn das Licht so krass wird, dann sieht man es gut. Muss ich was im Discord aufrufen, oder? Ja, ich muss das kurz einzeichnen. Ich gucke auch gleich bei mir im Discord, ne, was ihr da gepostet habt, also keine Sorge. Die Soko ist ja schon wieder am Start. Ich mache mal ein bisschen weiter noch, ob wir noch was sehen. Warte mal. Nee. Bis auf diese Cracks und die Moves von ihr. Ist jetzt sehr schwierig. Das ist gut zu zeichnen. Ich bin aber auch wieder ganz froh, dass wir mittlerweile jetzt nicht mehr an dem Punkt sind, wo wir jeden Crack analysieren müssen, um zu sehen, ob wir dein Gesicht sehen, ne?
Scheiße. Also das, was ich da reingeschickt habe, ist so in die Umrandung von dem Schatten, den ich sehe. Und oben so ist halt der obere Teil des, also wie bei dem Auto, was auf der, warte, lass uns das nochmal kurz gucken. Because we believed, weil wir dann geglaubt haben. Einmal das Zeichen. Ich glaube, links unten ändert sich gleich ein bisschen mehr Text als ja. bei den anderen Stellen. Dann kommt das Zeichen nochmal, ein zweites Mal. Da. Da aber was. We believed. Da steht believed nochmal. Because we believed. Ja. Seht ihr das im Chat? Ja, jetzt. Okay, dann, ja. Puh, hast geil gemacht, ne? Boah. Das war's, glaube ich, ne? Sollten wir nochmal gucken, was. Was we believed. Was Panda meinte mit dem, was er während des AJ Dings da sagt. Ja, ich mach einmal, ich lass einmal laufen, Chat. Weil. Ja, with AJ Styles plus. Ja. Deine Info, aber ist ein ja, Spoiler. Plus ist es, glaube ich, ne? Das Plus ist für mich auch wichtig und auch dieser Crack bei AJ Styles. Gibt schon aber da sagt auch einer Plus. Ja, ja, aber bei AJ Styles fängt ja der erste Crack schon an, weißt du, in dem Moment, wo der AJ Styles announced, also will face AJ Styles, so. Das sagt Barrett, Barrett, ja. Hey, Styles. Aber es crackt halt das erste Mal bei AJ Styles. Don't blink, you will miss something spectacular. Miss something, ja, weißt du warum? Weil in dem Moment kommt der Vogel, nämlich don't blink, you might miss something spectacular. Das hier. Ja. Weil wenn du hier blinkst, ist Game Over. Und hier siehst du nämlich was Spektakuläres. Geil gemacht, Alter. Wirklich. Das könnte die Überleitung darauf sein. So. Und wer weiß, ich bin am überlegen, nee, bei dem Return bei Extreme Rules war das nicht so, ne, dass man super viele Anzeichen gesehen hat, dass der jetzt kommt. Das kam einfach. Man hat das Wochen davor. Da war ja mal hier ein Hase und so. Wer weiß, ob morgen da irgendwie bei Backlash die ganze Zeit im Publikum so kleine Hints sind und so, wisst ihr? Mhm. Ja, also plus und dann fängt die Szene an. Also, wenn es nicht morgen passiert, dann werde ich auch nicht mehr, Alter, will ich nicht mehr. Das sind ja diese Schritte oder sowas. Dacht auch irgendwas, was überhaupt nicht zu dem passt, was da unten steht. Ja. Doch. Was sagt ihr denn? Das schon, ja. Aber die Stimme klang. Die Stimme klingt schon wieder eher nach Niki, Alter. Wird das auf Französisch gesagt? Die sagt das rückwärts, aber kann man nicht rückwärts abspielen, ne? Kann man das hier in dem Dings? Nee, ne? War da ein roter Ring um die Frau im Kleid? Ich bin froh, dass sie mir nicht ins Gesicht gesprungen ist, ne? Also ich habe immer noch Angst. Selbst obwohl ich weiß, dass es nicht tut, habe ich immer noch Angst. Warte, bis vorhin wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass eure These untermalt mit AJs plus. Ah, ja. AJ plus, ne? Auf einmal verliert der Morgen. Lol. Moment. Hält, lol. Das sieht auch rechts aus wie zwei Augen und so. So ein. Weißt du, was ich meine? Das hier, das meinst du das? Ja. Nicht, dass auf einmal morgen Cody den Titel verlor, der ganze Rant heute vor einer halben Stunde voll für den Arsch. Ja. Ja, aber der nächste Gegner muss ein bisschen krasser sein. Einfach direkt das. Ja, also dann wird's. Ja, gut, der Gegner ist ja krass, ne? Aber vielleicht holt er das Match auch ganz normal, so wie Steini sagt, so, ja, wird dir das cleane Match reichen? Und dann am Ende. Gibt's den Handshake? Das Licht geht aus. Und dann steht anstatt AJ jemand anders. Boah, das wäre krank. Also, das wäre wirklich krank. Okay. Ja, wenn der. Kann man ja auch wie bei WrestleMania machen, dass dann Brandy rauskommt und ihn umarmt. Und dann umarmt er ihn oder sie umarmen sich so. Dann geht das Licht aus und auf einmal hat er sie im Arm, weißt du? Die da die ganze Zeit stand. Das hat René gerade gemacht. Das, also
da ganz oben ist halt der obere Teil des Kopfes. Ja, es wäre halt geil gewesen, hättest du jetzt irgendwie noch das andere, aber der ist der obere Teil des Kopfes, als wenn das so sein Maul aufmacht oder sowas, keine Ahnung. So, okay. Das ist der Umriss von dem, was ich da in der Frau halt gesehen habe. Ich guck mal ganz kurz, einmal ganz kurz in unseren Discord hier. Ich bin ja immer schon froh, wenn ich was sehe, was die anderen nicht sehen. Ja, ja, so, das fühle ich. Wenn ich das sehe, was die Leute sehen, so. Das fühle ich. So, ich guck mal ganz kurz, was unser Discord macht. We believed. Das ist das Logo von Cody. Boah, das könnte der American Nightmare sein. LOL! Alter, René, Junge. Aber das hast das wusste ich. Das, ja, das guck war mal. Genau. Ich kam nur nicht, die Worte waren schwer. Ja, ja, merkt man. Mach keinen Scheiß jetzt. Mal gucken, ob ihr selber drauf kommt, so wisst ihr. Klar, alles grob, ne? Aber. Also ein bisschen kann ich es mir vorstellen, ja. Sieht eher aus wie die Weingummis, Alter. Die Dreieckköpfe. Ich weiß nicht, welche Weingummis du gegessen hast, aber. Hä? Kein Plan, was du meinst. Hä? So, was ist also ein Pyro von AJ, bin sie bereit? Stark war nur René und Tess. Ja, ist es so. Das ist wie eine Paprika, ja. Genau. Ich gehe mal ganz kurz durch den Discord und guck mal, was da so drin ist. Also, ne, es sind auch alle Spoiler, damit ihr Bescheid wisst, aber ich glaube, ihr seid gerade eh da zum gespoilert werden. Hier, Junge. Das ist das. Das hatten wir. Safe. Also, der Discord hat das auch gesehen. Mit dem Vogel im Dings. Beim Titantron oben vom A-Town Down Under siehst du eine Straße, die sieht irgendwie krass nach der Straße aus dem Video von beim Titantron von oben von A-Town Down Under. Dido, ja. Dido ist das. Der meine ich, ja. Ich übrigens, Discord, ein großes Lob an euch, auch an euch Chat. Ne? Ihr habt nichts gespoilert, während wir hier Dings geschaut haben. Und auch der Discord hat hier alles fein säuberlich mit Spoiler markiert. Das finde ich sehr löblich. Genau. We believe, das Bild hatten wir auch. Kann mir vorstellen, dass wie bei Bray ist einfach nur ein Titantron ein Spieler kommt, der nochmal eindeutig auf morgen redet. Das hatten wir auch. Do you even know what you're looking for? Nee, was mal, um ehrlich zu sein, nicht. Ist auch schon wieder so eine fiese Frage. Ja, ne? Aber man könnte, total ja ich glaube, das klingt so nach dem Motto, weißt du überhaupt, wonach du suchst? Sondern eher so nach dem Motto, du suchst gerade nach etwas, was du gar nicht willst. So, also dieses im Sinne von, ach so, du denkst, ja, da kommt nichts Schlimmes, aber es wird fürchterlich. Ja, ja, genau so. So nach dem Motto, du geh nicht zu tief in die Recherche. Hat wer Bray gesehen, finde ich auch gut. Wir haben das Bild. Ja, das war nicht, es ist Quellcode aus dem Video. Gut, gut aufgepasst. Yo, mach's doch noch kleiner, bitte. All you have to do. Ah, okay, warte mal, aber so heißt die Datei auch, die mir Dings geschickt hat. Die hat, die Datei heißt All you have to do, 1920, 1080. All you have to do, come on. Ja, okay. Ähnlich. All you have to do is believe. Bordelles Promo von damals. Echt? Naja. Ja. All you have to do is believe. Hier nochmal ein klarer. Hier ist der auch nochmal. All you have to do is believe. Nee, also schon mal den Film, ja. Ich will nichts groß. Der Discord ist, glaube ich, also ich glaube, das war damals auch so, da passiert dann gar nicht mehr so viel zum Ende hin, weil das ist halt sehr, sehr offensichtlich dann gemacht. All you have to do. Ist Bo Dallas. Ja, ja, klar, aber. Hat da jemand Lilly gefunden oder was? Jo. Ja, jo. Auf jeden Fall. Sie ist auch. Ja.
Ich sehe da du gar nicht. Crackhead. Ja, wenn man das nicht sieht, dann Spaß. Dann ich sehe es wirklich nicht. Also da in den Dingern, da bin ich mittlerweile an dem Punkt, da ist nix. Obwohl hier die Beine schon wieder ein bisschen dicker aussehen, ne? Was auch mal. Entschuldigung. Es gibt eine Nummer, wo jemand mit einem erzählt. Was? Wie meinst du das? Dann bin ich markiert. Lillys Gesicht. Ja, okay, das sehe ich auch. Da sehe ich es wirklich. Ja. Das hatten wir auch gerade. Mit neuer Response, okay. Wir haben gerade die Nummer angerufen. Ganz eine Nummer? Was? Ihr habt eine Nummer angerufen? Wo ist denn hier eine Nummer? Was für eine Nummer? Was habt ihr? Discord Call, wir muten uns. Hilfe! Fuck die Nummer, welche Nummer? Welche Nummer denn? Ja, chillt mal, Chat. Wir haben es schon mitbekommen. Ich will jetzt erstmal wissen, welche Nummer. Ja, Nummer. Woher habt ihr die? Ja, ich will erstmal wissen, woher. White Rabbit Number. Wurde neu bespielt. Hä? Könnt ihr bitte einfach mal konkret sagen, woher die Nummer hat, Alter? Das ist die White Rabbit Number. Also irgendwas keine wahrscheinlich Nummer, aus ja, ganz wahrscheinlich irgendwas aus Rollen, Alter, bist direkt weg vom Fenster. Warum? Das ist nicht schlimm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Twitch darfst du aber keine Nummern reinballern normalerweise. Okay, dann machen wir es mal weg. Ich mach's mal sicherheitshalber weg, Chat. Sicherheitshalber. Also in der Hinsicht meint ihr, es gab früher eine Promo, wo bei White Rabbit. Ja, das stimmt. Wurde, ja, das stimmt. Das stimmt. Bei White Rabbit gab es eine Nummer. Jetzt nochmal anrufen. Okay, also die gab's wirklich, das weiß ich noch. Du konntest bei White Rabbit damals. Wer kommt denn auf die Idee, die White Rabbit-Nummer anzurufen? Habt ihr Lack gesoffen oder was? Seid ihr völlig auf den Kopf gefallen? Also ja, die Nummer gab's, das weiß ich. Soll ich da anrufen? Ja, aber hören wir das? Ich mach jetzt einfach und. Ja, so ich lass mal. René ruft mal an. Chat. Ich will nur sagen, Mama und so, ich hab dich echt lieb, so wenn ich jetzt irgendwann in 20 Minuten hier die Tür aufbrechen und so. Stell dir mal vor, der ruft von hinten an und dann kommt hinter seiner Wand da hinten auf einmal so ein Sister Abigail vor. Jetzt einfach so, Pizzeria Mama Mia. Okay, also wir rufen jetzt an, nur zur Erklärung für die, die es nicht wissen, damals gab es ja ähnliche Teaser beim White Rabbit. Ah, hier steht sogar, siehst du? Days you have to ring this number, it's the one from the White Rabbit, but it's changed now. Okay. Jo. Gänsehaut. Ja. Soll ich anrufen? Okay. Ja, wenn du Bock hast, mach. Musst du nur laut machen, wahrscheinlich. You think you're so close to finding him, but you don't even know what you're looking for. He's not what you think. He just wants to help. That's all he's ever wanted. He opens up his arms and makes you feel like you matter. Like you belong. He doesn't change you. He reminds you. He wants to know, why did you forget about them? He says he opened the door, and the time of secrets has come to an end. Okay, ich hab wirklich Gänsehaut bis an den linken Zeh. Das ist aber so Alexa, 100%. Das ist zu 1000%, aber das ist ja krank. Ja, das ist geil, ja. Nö, ich Gänsehaut, Alter. So. Können wir den Stream anlassen noch so bis morgen, oder? Lässt du Licht an beim Schlafen, René? Ja. Okay, was hat die jetzt genau gesagt? Die hat gesagt, kannst du dein Handy wieder. Aber was hat die gesagt? Sowas wie, das ist nicht weit weg oder so? Ja, so nach dem Motto, ey, ich will euch nicht irgendwie, ich will euch nur an was erinnern und so. Ich will euch nicht verändern. Ich muss das nochmal hören, ne? Es tut mir leid, ich mach das jetzt auch. Was hast du, einfach nur Plus irgendwas oder wie? Ich hab so angerufen, ja. Wo habe ich denn hier Plus? Und da. Sie hat Sachen aus dem Teaser wiederholt. Hab deine Nummer jetzt markiert. Viel Spaß. Aber spiel das ruhig auch mal mit Mikrofon und versuche ich auch mal mehr auf den Dings zu hören. Ich hoffe, ich habe richtig eingegeben.
Ich hoffe, ihr hört das. You think you're so close to finding her, but you don't even know what you're looking for. She's not what you think. She just wants to help. She, that's ne? That's all he's ever left. He opens up his arms and makes you feel like you matter. Like you belong. He doesn't change you. He reminds you. He wants to know, why did you forget about them? He says he opened the door, and the time of secrets has come to an end. Ich glaube, ich bin tot. Ja, vielleicht haben wir Bo Dallas, der Uncle Howdy ist, und Alexa, die halt Sister Abigail ist, so, aber die halt, wie gesagt, der eine übernimmt so ein bisschen die Männer-Division, die andere halt ein bisschen die Frauen-Division. Weißt du, was ich meine? Dass die so auf einer Ebene sind. Ja, es wird, aber sie sagt auch die ganze Zeit, she wanted to help, ne? Also sie ja, wollte helfen, ja. Sister Abigail so. Ah, guck mal, hier ist der Text. You think you're so close to finding him, but you didn't even know what you're looking for. She's not what you think, she just wants. Achso, she wants to help. That's all he's ever wanted. Not what you think, she just wants. Vor allem, she just wants. Ach, she wants the help. That's all he's ever wanted. She opens up his arms and makes you feel like. Irgendwie macht das keinen Sinn, oder? She opens up his arms. Sie öffnet seine Arme. And makes you feel like you matter, like you belong. She doesn't change you. She reminds you. She wants to know. Why did you forget about them? He says he opened the door and the time of secrets has come to an end. Okay, das passiert morgen. Ja. Das passiert fucking also, morgen. She und he ist für mich halt, wie gesagt. So, okay. sie, also das Ding ist, ganz oben war meiner Meinung nach The Fiend und Bray Wyatt so. Und darunter war halt als Partnerin, aber klar, immer noch so ein bisschen unterrangig, sag ich mal, Alexa Bliss und Sister Abigail. Und jetzt kannst du es halt erzählen, dass Bray immer noch da oben ist, aber die nächsten beiden in der Reihenfolge oder in der Rangreihe, wie man es nennen möchte oder so, ist halt Bo und Alexa. Vielleicht versuchen sie einfach, dass Alexa nicht wieder dieses Ding ist, von wegen, sie kriegt was erzählt, sondern sie ist jetzt die, was weitergeht. Sie ist diejenige, die vielleicht als Anhänger, also, oder, dass sie der Mentor jetzt für Nikki Cross wird, dass sie vielleicht der Mentor für Tatum Paxley oder sowas wird und dass dann dementsprechend aber auch, dass das eigenständiger ist, dass Alexa nicht immer nur dann kommt, wenn, ne? Vielleicht halt einfach wirklich. Das Plus Eins ist ja, das Plus Eins habe ich ja eh schon vermutet, dass wie Alexa ist. Alexa, wie du vielleicht gerade, glaube ich, auch damit meintest, der einer der Anführer mit des Stables ist. Ja, genau, genau. Vielleicht ist es Bo und Alexa und die schicken ihre vier Schäfchen raus. Genau. Das wäre halt sehr geil. Und das eine Schäfchen ist Nikki, das andere Schäfchen ist wahrscheinlich Dexter zum Entführen. Vielleicht sind die beiden da, um die Leute zu entführen oder zu spionieren. Und das andere ist Eric Rowan und Joe Gacy als Tag-Team und als Vollstrecker. Also das, wer kommt denn auf die beknackte Idee, da anzurufen? Ich hätte echt nur von 2 Jahren, Alter, das kannst du auch kein Menschen erzählen. Passiert das morgen? Alles andere wäre. Das hat ja alles bis jetzt Sinn ergeben. Die sind jetzt so einen krassen Schritt nach vorne gegangen, das muss. Also. Ich sag, das wird halt auch nur einfach so ein 2 Minuten oder 1 Minute-Ding, 1 Minute-Ding, so kurz Licht aus, da passiert was, Licht wieder aus und dann ist wieder alles vorbei, aber dass wir das erste Mal Präsenz gezeigt bekommen im Stadion von denen. Und naja, du könntest natürlich auch einfach jetzt mal random gesagt sagen oder erklären, dass Bianca nicht gewinnt, weil da jemand eingreift. Und du hast einen Streit irgendwie oder so hast, ne, so, Bianca vertraut Bailey noch nicht. Dann geht das Licht aus, irgendwas passiert, sie wird hinterrücks angegriffen, Licht geht wieder an,
Damage Control gewinnt das Ding, weil Bianca da irgendwie Knockout ist. Und Backstage gibt es dann das Segment und sie sagt, ey, ich wusste es von Anfang an, Bayley ist immer noch mit denen oder was weiß ich, die hat sich wieder mit denen vertragen, die wollte denen helfen oder so, versucht sie einzuschleimen, sie hat mich hinterrücks angegriffen. In Wahrheit war es aber Alexa. Ja, wilder Call, wie du, so wie du das sagst, passiert, ne? Dann kommt ein Angriff und dann liegt da ein altes Hugger-Handtuch oder sowas, so ein Hugger-Tuch von Bayley. Und dadurch sieht ja, das aus, sowas, als hätte, ja, hätte sie die angegriffen oder so. Ja, ja. Es ist ja das, was ich eben meinte. Alexa könnte dafür zuständig sein, dass Bianca und Jade das Ding verlieren. Das wird nämlich so eine komische Promo. Dann wirft das wieder das schlechte Licht auf Damage Control Bayley und dann dreht halt Bianca völlig durch. Und dann hättest du endlich das, was du mit Bianca vielleicht brauchst aktuell. Mania war das Happy End. Und Backlash wird mit Bloodline die AKO verprügeln. Wild Six die grauenvollen Taten an Cody ausüben. Horror für alle Babyfaces. Wir haben 5 Matches morgen auf der Card, ne? Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass einer davon der Kultleader ist, hättest du ja theoretisch 5 Charaktere, ne? Du meinst in jedem Match? Vielleicht zumindest so eine Spürnote hinterlassen. Also du könntest zumindest, wäre das Potenzial da, aber ich würde es mir gerne wünschen, ich kann mir es immer noch nicht in Frankreich vorstellen. 5 wenn plus. Wenn du Shows etablieren wirst außerhalb und das Produkt interessanter halten willst, musst du große Dinge außerhalb von Amerika machen. Ja, da bin ich bei dir. Irgendwann musst du damit anfangen, ansonsten wirst du den europäischen Markt nie bekommen. Du musst die relevant wirken lassen, dass sich die Leute da auch um Tickets reißen. Und fängst du damit jetzt in Backlash an, dann dauert es nicht mehr lange, bis Berlin ausverkauft ist. Was habt ihr im August vor? Scheißdreck, ey. In Oberhausen. Vielleicht sehen wir die ja auch, weißt du ja nicht. Ja. Und ich habe auch jeden anderen Monat. Ich hau den Spoiler nochmal raus, das ist wieder ein Dirt Sheet Spoiler, ja, damit ihr da Bescheid wisst. Ich bin da ja immer ein bisschen vorsichtig, aber Pee-Wee Insider oder PW Insider, Pee-Wee, reports Joe Gacy will be headed to the main roster very soon as he was spotted at the WWE headquarters earlier this week. They were told this was in relation to the call-up. Wer? Joe Gacy. Oh, ja. Ja gut, wenn der da drin ist, wäre für mich kein Schocker mehr, weil den erwartest du jetzt. Ja, vor allem, weil der halt seit Mania auch raus ist, ne? Also ist er völlig raus. Und der hatte davor eigentlich eine gute präsente Storyline. Und er hat ja bei Mania sogar gewonnen und ist dann raus. Wie ist die Backlash-Karte? Inwiefern? Die Matches? Ja. Cody AJ, dann das Frauen-Tag-Team-Match mit Jade. Gab's einen Crack weiter? Ja. Wo war ich? Genau, dann haben wir KO und Randy gegen. Gab's heute den Crack? Was? Oh. War heute Crack? Wo die reingegangen sind? Dieses Dings? Kam da nicht was bei Dings? Nee, glaub nicht. Vor AK-Dings, wo wir gesagt haben, jetzt müssen sie, und dann kam der? War das nicht heute in der AK-Dings-Show? Das war nicht der, glaube ich. Warte mal, wo kam denn der Crack? Ich habe schon wieder vergessen, wo der kam, ne? Man ist schon so hyped. Doch, ich meine auch, dass der da kam. Haben wir noch hier da drin vor der AKO-Show war das in der Arena. Aber bei Gabriel und schon mal einen Crack. What? Mir geht's um die Matches. Beim LA Nightmatch, glaube ich, ja. Beim LA Nightmatch kam das. Beim LA Nightmatch war das. Bayley. Bayley Triple Threat mit Naomi und. Bei Naomi gab's doch auch einen, oder? Wo wir gesagt haben, belangloses Match und dann kam der Crack. War das 3 gegen 3 Match? Das war Piper Niven. Nee, das waren 2 gegen 2, da kam der Crack, wo wir auch die Frauen in dem Publikum so beobachtet haben. Da war Piper Niven und Chelsea Green gegen Bianca und Jade. Aber das würde zumindest von der Regel, glaube ich, nicht aufgehen. Also die ersten passen. Also ich bin auch dabei, wenn du die etablieren willst, musst du da was machen. Aber irgendwie ist das so unvoll. Vielleicht, ja. Wir konnten uns ja auch nicht vorstellen, dass Mania totales Overbooking ist, ne? Und es dann doch passiert. Aber wenn du es machen willst, dann wird es Zeit. Ich frage mich halt nur, wie du die Undercover da rumschlürfen lassen kannst. Vielleicht sind sie es ja gar nicht. Weißt du, vielleicht sind die gar nicht vor Ort. Weil ich denke mal, theoretisch bräuchst du ja nur eine Person, die so in diesem ungefähr in dem Maße ist wie ein Bo Dallas.
Der ist ja eh sehr geschminkt. Man hat ja auch damals schon häufiger, also das Gerücht ging ja um, dass in der Fiend, in dem Fiend-Kostüm auch schon häufiger Bo Dallas war. Was ich bis heute nicht glaube, weil dafür sah der einfach zu muskulös aus. Ja. Aber das Gerücht ging ja um, du brauchst ja eigentlich nur eine Silhouette. So. Und bei Alexa kannst du es ja auch so machen. Du brauchst eigentlich auch nur eine Silhouette von einer Frau. Oder du machst es, weiß ich nicht, wie die Firefly Funhouse-Figuren oder sowas. So viele Möglichkeiten. Aber ich bin bei dir. Also merkwürdig ist, wenn die da sind, das sickert immer durch. Also es ist unmöglich, dass sowas nicht durchsickert. Ja. Haben die alle irgendwie Schwestern oder Brüder sonst noch? Also müsst ja, es wird ja reichen, wenn es, es würde ja theoretisch reichen, wenn es Alexa ist und Bo. Hat Bray noch einen Bruder? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. What the hell? Achso, da kam der Code bei LA Knight, ja. Eine Schwester hatte er. Schwester? Ja, aber die hat ja nichts mit Wrestling zu tun. Müssen die ja nicht. Mir geht es so ein bisschen. Bei den Hardys hat es doch auch geklappt. Ja, aber dat, die mussten ja nicht zwingend fliegen. Die wurden ja einfach nur mit der Karre da gebracht. Plus, die hatten am Abend davor eine Show. Du weißt aber ja nicht. Ein anderes Land, du bist gezwungen zu fliegen. Flughafen, dies, das. Weiß ich nicht. Privatjets sind in der Regel auch, kriegen die auch irgendwie immer mit. Ich glaube, das muss auch die Passagiere angegeben werden, oder? Die werden sowieso am Flughafen lauern, wie die bescheuerten. Oder die sind halt schon wirklich lange da. Eine Woche vorher. Ja. Wieder lange da oder ganz anders gelandet. Ja, oder, ja, aber meinst du sowas wie, das Flugzeug landet in, keine Ahnung, in der Schweiz als Beispiel und dann mit dem Auto rüber? Würde ja auch gehen, theoretisch. Ja, oder Italien. Italien ist auch gar kein so schlechter Call. Aber irgendwo weißt du, wo das so völlig absurd ist, dass die da landen würden. In Weeze. Sollen wir gleich vielleicht mal nach Weeze? Ich wäre jetzt bereit. Fakt ist, morgen wird etwas Größeres passieren und kein QR-Code. Das ist ja auch schön. Also morgen mit einem QR-Code würde ich mich morgen auch nicht zufrieden geben. Sei ehrlich. Morgen möchte ich irgendwas sehen, irgendeine Silhouette, irgendwas dunkel werden, irgendwas während der wirklichen Hauptshows. Heute ist seit Wochen das erste Mal, dass Alexas Mann nur eine Story mit dem Kind hatte, ohne die Frau dabei auf irgendeinem Bild. Ja, könnte, aber die sind auch nicht blöd, ne? Die wissen ja auch ganz genau, Grüße gehen raus an Matt Hardy, wie man sowas triggert. So. Oder man hat irgendwie, vielleicht haut man auch irgendwie eine völlig andere Fährte rein oder so und schickt morgen irgendjemand mit einem Flugzeug dahin, wo man gar nicht mit rechnet und Leute spekulieren da und auf dem anderen Flug, weiß ich nicht. Ich glaube, es passiert was. Irgendwas. Kein Full Reveal, aber obwohl, eigentlich muss halt doch direkt eigentlich alle zeigen, ne? Wie willst du jemanden wie Eric Rowan hinschleusen, Alter? Der ist 2 Meter groß, ist, hat rote Haare, Bart wie, weiß ich nicht, wie so ein Zwerg. Also um 12.35 Uhr morgen soll aus Montreal ein Flugzeug in Lyon landen. Wenn ich schon da bin, sage ich. Fliege nicht erstmal. Das Risiko ist so hoch, weil da ist ja auch Action. Wenn du da reinfährst. Gerade um die Uhrzeit, die Leute versammeln sich vorher, stimmen sich ein darauf. Die sind, wenn. Wer da morgen rauskommt, ist schon da. Also die Maschinen, die jetzt nach Frankreich geflogen sind, sind aus Frankfurt, glaube ich, geflogen. Also falls jemand aus Frankfurt kommt, stellt euch mal morgen den ganzen Tag an den Flughafen und sagt Bescheid. Und morgen werden die es nicht machen, weil immer was schief gehen kann. Ja, ja, safe. Safe. Ja. Wild. Wild, 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 wild. Ich hab Bock. Das holt mein Hype-Level gerade schon noch mal ein bisschen zurück, ne? Also nicht, dass es weg war. Sowieso Bock, aber. Weg bist du gerade, ja. Ja, ich weiß. Ich hätte sowieso Bock, aber jetzt gerade bin ich nochmal richtig da. Jetzt gerade bin ich nochmal richtig da. Der Discord wird sowieso noch ein bisschen spekulieren. Könnt ihr gerne reingehen und euch das ein bisschen durchlesen. Ich glaube, dass wir morgen ist es soweit. Um euch schon mal die richtigen Erwartungen zu knüpfen, dass ihr hier morgen einschaltet bei uns und dann richtig enttäuscht seid, wenn uns jetzt nicht passiert.